Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter Up. Es hat sich hier einiges getan. Baxi hat anscheinend sein Haus ein bisschen dezimiert. Und ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade nicht viel rumgeguckt. Wir können gleich zu Double X nochmal kurz gehen, aber ich würde heute eigentlich gerne mein Haus hier bearbeiten. Da oben hat jemand eine Rakete mit Hühnern gebaut. Warum auch immer. Eine Rakete für den abgehobenen YouTuber. Ah ja. Bin doch nicht abgehoben. Bin ich abgehoben, Leute? Deadline. Okay, kann ich die gar nicht zusammenpacken da? So, nein. Nein. Alles gut. Wird er niemals sehen. So. Ups, das war mein Schwert. Du bist aber ein großes Hühnchen. So, ey, jetzt habe ich den Scheiß wieder eingesammelt, ne? Hat da jemand ein Boot gebaut? Warum? Warum ist hier ein Boot? Das funktioniert? Es funktioniert wirklich! Oh, ist das geil! Oh, wie geil ist das denn? Wie schnell man der auch ist. Woo! Finde ich cool. Finde ich cool. Ah, okay. So. Wie steige ich nochmal aus? Ah, okay. Schauen wir uns hier mal kurz um. Ich werde mal den Game Mode wechseln. So, was haben wir denn hier? Das Schiff ist immer noch zu Ende gebaut. Hier ist irgendwie was Großes entstanden. Ah, wir sehen Deadlines Sammlung. Ist das Cartman? Eric Cartman, tatsächlich. Wie cool. Oh, der hat schon einiges gesammelt. Meine Fresse, nicht schlecht. Das muss ja wohl dann Deadlines Haus sein, weil er sammelt gerne die Viecher. Der Rest ist so... Achso, das war Glas, stimmt. Das war ja Glas. Hier ist noch eine Truhe mit nichts drin und... Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas töte. Ich lasse die Finger lieber davon. Ja, Baxis Haus. Baxi hat sein Haus zu Ende gebaut. Er hat es doch ein bisschen dezimiert. Ist wahrscheinlich, weil die letzten Tage nicht online war. Ich hatte ja zuerst meine Verletzung, die jetzt übrigens hier mit einem Pflaster verklebt ist. Deswegen sieht man das nicht so gut. Und dann hatte ich Probleme mit meinem PC, weil irgendwie Daten verloren gegangen sind. Ich musste vieles neu installieren, weil es nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt bin ich wieder da. Oh, die haben ja alle hier gesammelt. Und ich habe nichts geschafft. Hühnchenfarm. Wurde hier auch wieder gebaut. Aber da hinten, Double X. Double X hat ordentlich was gemacht. Das Haus, das war ja schon die ganze Zeit so. So. Ja, ich ärgere mich, dass ich nicht so aktiv war, sonst hätten viel mehr Leute hier mitgemacht. Aber naja. Es gibt ja immer noch nächstes Jahr, ne? So. Double X hat eine Hühnchenarmee aufgebaut. Ich sehe schon, ich darf nirgendwo gegenschlagen, sonst geht's kaputt. Oh, ich will da rein. Was hast du denn hier alles aufgebaut? Hier ist eine komische Mine. Erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt der Scheiß nochmal? Kingdom Come, ne? Serverraum. Die Zeugs, okay. Wieso ist das ein Serverraum? Ah, ach! Ah, ich verstehe, Double X. Serverraum, weil alle auf dem Discord sagen, er ist ein Computer. Und deswegen ist das sein, ja, sein Zuhause quasi. Ja, gut sortiert, muss ich sagen. Gut sortiert. Free for all. Nehme ich. So, was hast du noch so schönes? Schilder, Ofen, Essen, ein Bogen. Ja, Bogen brauche ich nicht. Aber das Schwert nehme ich gerne. Oh, hier geht's hoch. Irgendwie so nur so halb. Ja, ist auch kein Wunder, ist ja auch nichts. Was hast du noch vor damit, Double X? Wirst du hier eines Tages alles voller Bewohner machen? Oder wirst du eines Tages tatsächlich die Schisselbits auspacken und selber mal was bauen? Er hat gesagt, er will sich das angucken. Laglein, Lagkorb. Bitte nicht öffnen. Darmbesuch. Wo ist denn der Typ?
Du hast ihn doch eingesperrt. Ach komm. Der arme Junge. Du baust ihm hier ein Haus, weißt du? Aber sperrst ihn ein. Achso, das ist der Ausweg. Lagline Lagcop. Ist das eine Anspielung an Deadlines Rolle in Discord? Glaube schon. Und hier hat er die Mauer gebaut. Und einen Penis. Der wie hier reinführt. Ach, der hat meine Steine geklaut, der Arsch. Ja, gut, darfst du auch machen. Ich habe ja gesagt, es ist erlaubt, es ist gestattet. Und ich habe, wie versprochen, mein Haus erweitert und eingeordnet. Heute werden wir die Toilette bauen. Wir beginnen klein. Das da oben werde ich entfernen, sobald ich das Dach baue. Und hier werden wir ein bisschen tricksen. Habe ich noch. Ach ja. Moment. Erstmal wieder zurück in den Game Mode, ne? Haben wir noch Holz am Start? Habe ich echt kein Holz mehr? Muss mich nochmal bedienen. Denn wir werden etwas ganz verrückt. Ach, ich brauche überhaupt kein Holz. Was bin ich für ein Idiot? Das Einzige, was ich brauche, ist das Ding hier. Eigentlich hatte ich ein Diamantding, aber gut. Keine Ahnung, wo das hin ist. Dann nehmen wir eine Ebene. Nehmen hier eine Ebene ab. Und da. Dann hier noch eine. Da. Oder wir machen zwei. 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 Okay, jetzt noch einen weg. Das hier wird nämlich unsere Mauer. Und ich werde das Ganze jetzt nochmal hier alles wegmachen. Hier. Das soll nämlich genauso groß wie die Tür werden. Hoppala. Ich glaube, vier Stück werden nicht reichen, ne? Aber wir haben ja hier die Bits. Weg mit den Eiern. Machen wir ganz kurz einen ganzen Block hier hin. So. Noch ein Block. Ich werde jetzt hier ganz, ganz sparsam sein. Ich muss nämlich die Ressourcen gut aufteilen. So, jetzt haben wir sechs Blöcke und können uns Türen basteln. So. Ich dachte, die wäre mittig. Oh, ich dachte, die wäre mittig. Oh, das ist jetzt. Oh, das ist jetzt bitter. Ja, gut, dann müssen wir es darauf ausrichten. Ne? Es geht nicht anders. So. Das war zu viel. Einen können wir hier wegnehmen. Okay, dann müssen wir hier. Müssen wir ein bisschen tricksen. So ist gut. Scheiße. Aber was mache ich denn? Ich bin vollkommen verwirrt. So, okay. Wir machen übrigens jetzt längere Folgen, weil ich jetzt lange nicht dazu gekommen bin. Deswegen entspannt euch jetzt zur Weihnachtszeit. Ihr habt wahrscheinlich jetzt bald Ferien. Müsste eigentlich jetzt noch 2 Tage sein maximal. Dann müssten eigentlich die Ferien anfangen, ja? Und deswegen kann ich das hier ganz entspannt jetzt machen. Ja gut, dann müssen wir halt nochmal kurz alles aufbauen hier. So, jetzt haben wir einen Block. Fail! So. Okay, ich hoffe. Ich muss noch ein bisschen üben. So. Ich hoffe, von der Breite her klappt das. Dame Deadline. Okay, gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall hier hinten noch eine Reihe wegnehmen. Und hier noch eine Reihe wegnehmen. Ich will nämlich nur eine dünne Wand haben. So, jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut.
Es sei denn, ich kann das richten, indem ich... Kann ich nicht. So. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß, wie ich das mache. Wenn ich das jetzt so... Nein. Der wird es immer darauf raufbauen, ne? Das nicht funktionieren. Großer Würfel. Gemalte Region. Ja, ich kann das natürlich so aufschichten. Das ist natürlich nicht wirklich schön, das so zu machen. Ich könnte natürlich auch einfach ein Abbild machen, aber... Dafür müsste ich ein Abbild machen. Okay. Ich baue hier einfach nochmal so ein Ding ins Kirchenzimmer. Das ist noch kein ganzer. Ach du Scheiße. Hier war das Holzstück. Ich brauche das. Ich brauche das. Danke. Ich glaube jetzt Holz aus meiner eigenen Bude. So. Wir machen das jetzt einfach so. Ich glaube, das ist am einfachsten, ne? Ja. Ich möchte mir jetzt dafür nicht extra ein Abbild machen, weil das ist halt wirklich eigentlich schnell gemacht. Abbild macht man halt für Sachen, die nicht wirklich schnell gemacht sind. Ja, ich weiß, jetzt regnet es erstmal ein bisschen Holz, aber egal. Das ist nicht so wild. Wir bauen uns hier einfach nochmal ein Holzding auf. Zack. Wir machen das nämlich ganz, ganz sparsam, weil ich keine Lust habe, so viel Holz zu farmen. Ja, es sind eigentlich nur zwei, drei Holzstücke, aber trotzdem keine Lust. Das ist immer so viel Arbeit. So. Schon haben wir wieder drei Blöcke. Dreckseier. Kein Schwein will euch. So. Was willst du denn? Weg! Geh weg! Okay, dann brauchen wir noch ein Holzstück hier dran. Ne? Das war zu viel. Es ist echt nur ein breit? Okay, das ist strange. Ah, okay. Das basiert alles auf das Schüsselding, ne? Ich hatte einen aus Diamant. Ich hatte einen einzigen Diamanten. Daraus habe ich einen Schüssel gemacht. Was habe ich mit dem getan? Wurde der mir geklaut? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo verloren. Stimmt, ich habe noch Feuerschutz hier. Ach, ist das bitter. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Unordnung schaffen, indem ich hier einfach alles reinstopfe. So. Oh, ist schon voll. Nö, hier ist er auf jeden Fall nicht dabei. Hier habe ich ihn, glaube ich, auch nicht gesehen. Eisen? Ah, gut, das ist zwar kein Diamant, aber... Ist halt gar nichts, ne? Hauptsache, wir können weitermachen. So, was zum Teufel? Wie ist das denn passiert? So, perfekt. So sollte eine Tür in echt aussehen. Ne? Mit der Wand. Ist halt nur eine dünne Wand, aber es ist auch in Ordnung. Können wir nämlich den Rest noch nutzen, um andere Sachen hier hinzubauen. So... Wo ist meine Axt? Da, die ist auch schon fast kaputt. Geilo! Mir geht die alles kaputt heute. Okay, nun... Also ich würde gerne halt eine komplette Wand fertig machen. Aber weißt du was, gehen wir kurz los und klauen uns ein bisschen. Ich brauche nur ein einziges Holz. Einen einzigen Baum. Meine ich damit. Ich wollte zuerst einen einzigen Baum sagen, hat aber nicht gepasst und dann habe ich schnell auf Holz geändert. Und dann dachte ich, das ergibt keinen Sinn, Zero. Vielleicht solltest du Dinge erzählen, die Sinn ergeben.
Oh, ernsthaft noch höher? So, das wird jetzt wohl lang, um das Haus fertigzustellen. Oder zumindest ansatzweise. Ich meine, ich kann die Schüssel und Bits dann wieder weiterverwenden. Aber naja. So, ich muss, glaube ich, den hier nochmal deformieren, damit ich die Länge auch beibehalten kann. So, hier kommt ja die Tür hin. Wir werden provisorisch hier erstmal einen Block hinsetzen. Einfach nur, damit wir schön die Länge herausfinden können oder wie weit wir gehen dürfen. Hier wird gleich alles schön voller Schüssel und Bits sein. Das kann ich euch versprechen. Wieso fehlt da was? Oh Gott, hier ist alles voll. Oh Gott, was... was mache ich denn? Geht doch. So nicht gleich so. Okay. So. Ich hätte es gleich ganz anders machen sollen, ne? Weißt du was? Hier, komm. Gib mir den ganzen Scheiß. Hier, komm. Gib mir den Block. So. Aber den Scheiß nehme ich weg. Packen wir es hier gleich alles in die Reihe hin. So, perfekt. Hier haben wir noch ein bisschen, da noch. Okay. Dann weiter im Text. Kann ich nicht einfach. Ach, es geht. Ja, so ist natürlich einfacher. Viel einfacher. Einfach draufhalten und dann ist gut. Was machst du denn, Deadline? Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Community irgendwie ein bisschen durch ist. Ja, ist ja auch klar, wenn man so ein YouTuber hat, der auch durch ist. Okay, hier leckt's gleich übelst. Ich sehe es kommen. Okay. So. Direkt alles weiterverarbeiten. Alles direkt weiterverarbeiten. Das ist viel. So. Okay, dann können wir hier eigentlich direkt auch hochbauen, ne? Auch wenn dann nicht mehr viel übrig bleibt. Ach, wir haben hier sowieso noch ein bisschen was. Wieso ist da ein Stück Stein in meiner Decke? Ich will es gar nicht wissen. Das hat irgendwas mit den Hühnchen zu tun. Sieh es kommen, da ist irgendwo ein Hebel und dann löst sich der Stein auf oder so. Und dann habe ich den Salat. Oder die Hühnchen. Je nachdem. Ja, wobei ich die. Na, die Wand muss ja nicht dünner gemacht werden, ne? Es sind nur die Wände, wo die Türen sind. Wir müssen es ja nicht komplett übertreiben. Wo kommt der Scheiß her? Egal, wir haben eh noch viel zu platzieren. So, okay. Dann als nächstes. Wir können eigentlich von hier aus arbeiten, ne? Machen wir uns das mal ganz einfach. Uah. So. Jetzt noch hier vervollständigen. Vielleicht bleiben sogar keine Bits übrig. Das wäre mein Traum. Vielleicht sollte ich das jetzt zuerst zu Ende machen. Und mal gucken, vielleicht werde ich da auch noch mit ein bisschen Lichteffekten arbeiten oder so. An der Decke, ich werde ich bestimmt irgendwie Lampen herstellen. So, ich brauche meine Türen. Und dann gib mir mal den Scheiß hier auch nochmal her. So. Ich brauche meine Türen. So.
ich weiß, hier steht gerade noch irgendwie ein Bett im Badezimmer, aber naja, egal. Hier wird nur eine Trennwand stehen, weil das hier ist das Badezimmer und hier wird dann Essbereich entstehen. Vielleicht sollte ich nur... Es geht wegen der Tür nicht. Dann müsste ich die Tür halt... Ja gut, ich kann die Tür auch hier hinpacken. Aber der Essbereich muss, glaube ich, noch ein bisschen größer. Ich glaube, der ist so zu klein. Okay, tschüss, Axt. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Ach, oh Mann, ich hab gar keine Axt mehr. Kein Problem. So. Guck mal, wie schön das aussieht. Und die Hühnchen müssen sterben, ganz klar. Die nerven mich ja jetzt ja schon. So, wir werden hier jetzt nicht so viel entfernen. So. Soll halt wirklich doch schon ein bisschen breiter sein. Da kommt auch wahrscheinlich noch Wolle oder so rauf. Auf jeden Fall soll das alles natürlich noch ein bisschen Farbe bekommen. So, das ist die Trennwand. Ich muss noch die Truhen und alles umstellen, ne? Ach du Scheiße. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Kann ich nicht einfach so einen riesigen Block hin machen? Ne, das ist nur ein Würfel. So. Das Lustige ist, wir machen die Wand ja gleich noch ein bisschen dünner. Ich weiß, das ist alles natürlich Fummelarbeit und vielleicht schneide ich das Ganze auch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ist auch wirklich, wirklich ein bisschen viel. So, dann platzieren wir die Türe, aber die muss eigentlich hier genau oder da. Ja, eigentlich muss sie hier hin. Habe ich noch eine Axt? Habe ich noch eine Axt? Ja, ich habe noch eine Axt. Ich habe nur 11 Diamanten am Start. Die hat mir übrigens Double X geschenkt. Wieso habe ich Leinen? Ich weiß es nicht. Wo sind die Truhen? Wieso ist es. Oh, wieso habe ich die Truhen nicht als allererstes bekommen? Ich will doch nur die Truhen haben. Gib mir nur die Truhen. Wie viel Bruchstein habe ich hier eigentlich? Oh, Double X, wenn du Bruchstein haben möchtest, bei mir findest du Bruchstein. Das waren. Achso, nee, das ist alles gut. So, wo packe ich die Truhen hin? Die Truhen packe ich mal hier in die Ecke. Hier kann gern ein bisschen was gelagert werden, ne? Da habe ich kein Problem mit. Wenn ich hier so eine kleine Lagerecke mache. Ich muss auf jeden Fall sortieren. Ich werde vielleicht später nach der Folge noch ein bisschen sortieren müssen. Aber naja. Auf jeden Fall eine Kiste mit Material, das ich verheizen kann für meine Bude. Ist ganz wichtig. Und hier wird natürlich alles voller Farbe sein. Das Problem ist, ich weiß noch nicht welche, weil die Wolle, die hat eine Struktur, die mir nicht so gefällt. Das ist das große Problem. Das einzige Problem ist halt, dass jeder ein anderes Texture Pack hat und es sieht natürlich anders aus. Wenn da irgendjemand reinkommt, der nicht dasselbe hat wie ich, denkt er, was macht der hier für eine Scheiße? Aber ich mache eigentlich nur gute Sachen. Wirklich. Okay, die Türe. Ich habe sie hier reingepackt, ne? So, nee. Da sollte die Tür hin. Okay. Einer hier. Und eine Menge da. Das ist jetzt kacke. Aber ich kann von jeder Seite ja schon mal einen abziehen, ne? Sieht das alles auch nicht so gequält an die Wand gedrängt aus. Finde ich ganz gut. So. Okay. Ich fürchte, das war kacke. Was mache ich denn? Da kann rein theoretisch kann hier eigentlich noch ein Block hin, wenn wir da so viel Platz haben. Ist interessant. Kann ich da rein zurück? Ja.
Komm schon. So, huh. Okay, dann packen wir das einfach mal hier so rauf. Ich meine, wir müssen ja nicht wirklich so groß gehen. Das reicht ja, wenn wir hier die Ecke nehmen. So, weil wenn ich eins nicht leiden kann, ist das Verschwendung an Bits. Sowieso immer so schwer, die Bits zusammenzukriegen. Auch wenn es immer so viel erscheint, es ist nicht wirklich viel. Nein, nein. Keine Sorge, Freunde, es ist endlich wenig. Ich habe jetzt keine Bits mehr, ne? Ja. Gut. Was ist das jetzt schon? Nee, wollte ich so, okay. Und da lösen sie schon wieder auf. Ich brauche viel mehr von diesen komischen Taschen. Das ist echt so nervig, wenn man irgendwas Großes bauen will, das kannst du voll vergessen. Na, das mit der Truhe. Ja, gut. Ich lasse erstmal die Teile da drin liegen. Wir tun einfach provisorisch so, als wäre da eine richtige Wand. Ist hier noch ein bisschen was? Ja. Und da war es auch schon. Da fehlt eine Ecke, das ist nicht gut. Ich versuche das mal jetzt so zu machen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Es ist zwar ein bisschen Fummelarbeit, aber im Grundsatz ist das eigentlich schneller. Ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal hatte ich viel weniger, oder? Ja, die Wand ist hier viel, viel, viel dünner. Erst rein theoretisch muss ich hier eigentlich noch einen wegnehmen, ne? Und man muss bedenken, da kommt ja noch eigentlich Wolle rauf. Das heißt, es wird ja noch dicker. Na gut, müssen wir akzeptieren. Das müssen wir akzeptieren. Gott, ist das eklig. So viel Holz. So. Ich weiß aber noch nicht, welche Farbe. Vielleicht mache ich das wie beim letzten Mal so. Ein bisschen schickimicki, ne? Als wäre ich ein Neureicher, so schwarz, gold. Passt ja auch mehr irgendwie zu Weihnachten. Find, das sieht auch immer so gemütlich aus. So, das haben wir hier. Dann kommt hier noch überall eine ab. Ein bisschen zu tief gegangen. So. So ist gut, ne? Ja. Dann müssen wir diese Türe mal schließen. Ah, ich kann. Ah, genau, ich kann ja von hier aus arbeiten. Kann ich auch von hier aus arbeiten? Nein. Das geht nicht. Machen wir es erstmal so. Und jede Runde werden wir immer ein bisschen weniger Holz haben, bis hoffentlich kein Holz mehr da ist. Das wäre natürlich das Beste, dass wir keine Bits mehr haben. Aber ich bezweifle, dass wir diesen Punkt erreichen, dass wir keine Bits mehr haben. Aber egal, ich werde ja auch noch viel fürs Dach nutzen. Das Dach soll ja auch Holz werden, obwohl man das dann später wahrscheinlich nicht mehr so gut sieht, weil da ja eigentlich noch ja, Schnee raufkommt. Ich weiß ja nicht, ich glaube, die Lücke gehört da nicht hin, ne? So, dann hier ist nochmal voll Holzbacken. Wieder entfernen.
Ja, jetzt müsst ihr leider weg. Es tut mir echt leid. Oh, Spitzhacke, ne? Ich hab keine Spitzhacke. Ist da noch irgendwas drin? Kohle. Scheiß drauf, wir packen das erstmal hier so hin. Machen uns noch ein paar Blöcke fertig. Ups, das war zu viel. Und dann nehmen wir das hier wieder weg hier. So. Ja, super. Inventar ist jetzt geclearet. Sollen wir es noch beim Inventar? Nein, perfekt. So, dann sammeln wir die halt wieder ein. Also, ganz ehrlich. Man muss das nicht übertreiben. So. Weg mit euch. Nein, da waren wirklich noch Schisselbits. Egal, hat gepasst. Ich muss den Ofen noch weg loswerden. Spitzhacke! Bitte! Ja! Packen wir hier die Truhe noch hin und dann können wir den ganzen Scheiß da wieder reinpacken. So, ich hätte gerne meinen Diamanten. Und ein Stück Holz. Weißt du was, komm. Ja, habe ich die jetzt hier reingepackt? Oh Gott, bin ich verwirrt. Und dann machen wir uns halt wirklich nochmal so ein Diamantding. So. Da mache ich mir jetzt keinen Stress. Gut. Die Wand ist so gut wie fertig. Dann mach den Scheiß hin. Und dann holen wir uns... Achso, wir haben die Blöcke noch hier. Hören wir jetzt die Blöcke. Platzieren sie hier so hin. Nö. Und dann wird abgemacht. Nein. Oh Gott. Noch mehr Holz. So, Inventar ist leer, sehr schön. Ich weiß nicht, irgendwie, jedes Mal, wenn man irgendwie anfängt zu bauen, dann leckt das so ein bisschen, kann das sein? So, das ist die Stube. Und wir machen hier nochmal ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie weit. So. Und so. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Toilette. So. Scheiße. Ja, wir brauchen erstmal Fliesen. Bin ich schon so weit gegangen, ne? Wann ist der denn fertig, der Block? Okay. So geht's auch. Erstmal das Holz wieder weg loswerden. So, wir nehmen jetzt hier nämlich überall ein so ein Ding raus, ne? Tschüss, Tür. War schön mit dir. Und da kommen natürlich Fliesen hin. Ach. Hat sich gerade die Farbe des Bettes geändert? War das gerade rot? Ich bin Hacker. Ich kann das. Was machst du? Hä? Ich habe doch gerade schon einen abgebaut. Manchmal ist das seltsam. So, das Geschenk. Ach ja. Ah, hier ist alles voll. Habe ich die Truhe noch hier? Ich bin nur am Hin und Her tun. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall etwas Weißes und etwas Schwarzes. Wenn wir den ganzen irgendwie so einen schönen Stil geben möchten, brauchen wir was Weißes und was Schwarzes. Wir machen nämlich Kacheln rein.
So. Wir haben hier Schnee. Was wächst denn da oben auf meinem Baum? Was haben wir auf meinem Dach, meine ich? Ah, das ist Quarz. Das ist doch schön. So, wie komme ich jetzt hoch? Danke für die Ressourcen übrigens. So, hier haben wir schon mal Weiß. Das ist Quarz. Naja. Gibt es auch schwarzen Quarz? Ihr seid frei! Kommt raus! Los! Wie, ich bin voll. Los! Geht raus! Fühlt euch frei! Entlasse auch eure Eier. Und guckt mal, die armen Viecher. So, das Rot könnte ich auch noch gebrauchen. Das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ja, das Rot kann man auch noch gebrauchen. Wo bekomme ich jetzt was Schwarzes her? Natürlich gibt es schwarzen Quarz. Ich habe doch hier damit gebaut. Hier. Oder? Ah, das sieht aber auch kacke aus. Also, es sieht nicht kacke aus, obwohl. Ah, es geht eigentlich, es geht. Aber ich würde eigentlich gerne mehr so grau haben. Ah, jetzt für die Fliesen nicht, für die Wände. Deswegen müssen wir uns für die Wände was anderes überlegen. Seid frei, Hüder, seid frei! Gibt es Quarz? Quarz? Schwarz? Was haben wir denn da? Trockenbeton? Okay. Ich weiß aber nicht, wie der aussieht. Rezept ist zu groß für 2x2? Keine Ahnung, was das bedeutet. Schwarzer Beton. Was? Just add water and you can make your very own concrete. Das ist Trockenbeton. Und das ist Beton. Das ist Wolle. Das ist eine Kiste. Wirklich viel Auswahl haben wir nicht, ne? Keramik, aber. Ach, das ist kein Quarz gewesen, das war Keramik, stimmt. Ich bin ein Idiot. Aber so, der schwarze Beton, der reizt mich schon. Just add water and you can make your very own concrete. Submerge concrete powder into water by placing it next to water or letting it fall into water as a falling block. Verstehe ich nicht. Was? Concrete Powder? Was ist denn Concrete Powder? Aber ist auch so wellig, ne? Oder? Nee. Der Trockenbeton ist wellig. Das heißt, der Beton wird zu trocken. Also, ich kapiere schwarz. Den Trockendingenskirchens kapiere ich, ja? Tintenbeutel, Sand, Kies, Trockenbeton. Minecraft Concrete Powder. Okay, wir brauchen also Tintenbeutel. Dann brauchen wir Sand und Kies. Und dann machen wir Trockenbeton davon und das werfen wir dann ins Wasser und dann wird das anderes Zeug. Ist das so gemeint? Weil das zu bekommen ist ja richtig eklig. Gucken wir mal. Hier war ja ganz, ganz viel Tintenfisch. Wenn man die schlägt, müssten die eigentlich zu gutem Zeug werden, ne? Fischis! Ich glaube, ich bin tot, wenn ich. Ah, cool. Ich kann es zum Glück sehen, wo die Löcher sind.
Ist ja keine Sau. Wieso ist hier eine Abstufung? Wer zum Teufel hat hier Eis geklaut? Wieso klaut jemand Eis? Was habt ihr denn hier was zum Teufel habt ihr hier gemacht? Was ist hier passiert? Okay. Habe ich eine Schaufel am Start? Ja, ich habe ganz viel Quarzblock. Okay, wir werden erstmal den Quarzblock setzen. Und danach kümmern wir uns um den anderen Scheiß. Au. Au. Hilfe! Sie wollen mich töten. Ist doch ein fettes Loch. So. Was das hier soll, weiß ich auch nicht. Eine Brücke rüber. Eine sichere Brücke höchstwahrscheinlich. Hier ist alles noch wirklich nicht sicher gemacht. Der Einzige, der wirklich viel auf Sicherheit setzt, das bin ich irgendwie. Keine Ahnung. Die anderen mögen es halt nicht so festlich. So. Okay, setzen wir erstmal das eine und dann das andere. Habe ich hier eine Abstufung drin? Sieht nur so aus. Okay. Wir nehmen mal das. Wir werden mal Folgendes tun. Das ist ja eigentlich genau so ein Viertel, ne? Ja, das müsste so ein Viertel sein. Wenn wir es so packen, dann sieht man es auf der anderen Seite immer noch nicht. Okay. Seht ihr, hier machen wir dann das Weiß. Und dann zum anderen machen wir schwarz hin. Das ist der Plan. Ist ein bisschen kacke, dass ich hier gerade kein Licht... Aber wir sollten uns erstmal um Licht kümmern. Licht. Bullshit. So. Und so haben wir dann ein schön gefliestes Badezimmer. Mit Toilette. Aber die Toilette werden wir höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Denn wir kommen jetzt an einen Punkt, wo wir ins Stocken kommen. Das heißt, ich muss ein bisschen farmen gehen. Und zwar Tintenbeutel. Damit wir hier quasi das Zementzeug hinmachen können. Aber guck mal. So wird das Ganze halt ein bisschen aussehen. Sieht noch ein bisschen doof aus. Das wird später besser. Und hier machen wir dann keine Ahnung. Ja, wie wir hier die Wand machen. Und die Decke. Mal gucken. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das morgen. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass das Badezimmer schick aussieht. Und dann werden wir uns um das Schlafzimmer kümmern. Und dann später noch die Stube. Wo dann auch meine kleinen Statuen stehen werden. Ich freue mich drauf. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.